Wir haben viel zu wenig Personal. Und wenn wir Neues einstellen, bekommen wir nur Schlechtes. Alle Arbeitgeber jammern. Es gibt keine Arbeit. Ich bemühe mich, ich bewerbe mich, doch niemand nimmt mich. Ich finde nichts Passendes. Das passt nicht zu mir, das ist schlecht bezahlt, die Firma mag ich nicht. Alle Arbeitssuchenden jammern. Doch wenn alle jammern, dass sie kein Personal finden und die andere Seite jammert, dass sie keine Arbeit findet, muss es doch eine Lösung geben. Oder etwa nicht. Und es sind nicht nur die Arbeitslosen schuld, dass sie keine Arbeit finden, und es sind auch Arbeitgeber schuld, dass die Arbeitslosen keine Arbeit finden, da sie zu genau sind mit den Auswahlkriterien. Denn Unternehmer wollen meistens junge Leute, denen müssen sie weniger bezahlen, die können noch die Drecksarbeit machen, die muss man nicht gut behandeln und denen kann man noch anschaffen, was man will. Und die haben dann auch eine bessere Ausbildung, die kommen erst von der Schule und am besten sind sie noch studiert. Viele Arbeitslose haben es oft schwer, denn sie sind oft auch zu alt für den Arbeitsmarkt und bekommen auch falsche Hilfe vom AMS oder dem Staat beim Arbeitssuchen. Denn auch wenn sie sich bemühen, ist es trotzdem schwierig, denn es will nicht jeder ab 50 noch einen anstellen, denn das will fast niemand. Und es wird auch zu wenig geholfen, denn man setzt sich 2-3 Tage in einen Umschulungskurs, der einen nichts bringt. Man wird in diesen Umschulungskurs quasi gezwungen und man will diese Umschulung eigentlich nicht machen, denn man geht nicht der Sache auf den Grund, warum findet dieser Mann keine Arbeit oder warum findet diese Frau keine Arbeit. Man versucht nicht, ihnen zu helfen und sie zu einem besseren Weg zu führen und ihnen wirklich eine Arbeit anzubieten, die sie wollen, und einen Arbeitsplatz, der zu ihnen passt.